Vor uns liegt ein stürmisches und nasses Spätherbstwochenende. Verantwortlich dafür, dass Sturmtief Marilou hier bei Schottland, wir sind am Südrand des Tiefs, in einer ziemlich kräftigen West-Südwest-Strömung. Am Freitag kam mit diesem kräftigen Südwestwind Subtropikluft zu uns, Temperaturen verbreitet zweistellig in Deutschland. Am Wochenende kommt dann etwas frischere Atlantikluft und das eben weiter mit dieser kräftigen Strömung und mit einer Kaltfront, die uns im Laufe des Freitagabend von West nach Ost ziemlich zügig überquert, mit kräftigen Regenfällen und vor allem auch mit stürmischen Böen, teilweise bis in tiefe Lagen, Sturmböen, also Windstärke 9. Und das gilt vor allem natürlich für die Küstenbereiche von Nord- und Ostsee, aber dann auch insbesondere für den Süden Deutschlands, also der Schwarzwald, auch der Alpenrand, Alpenvorland sowie die östlichen Mittelgebirge mit einzelnen schweren Sturmböen über 90 Kilometer pro Stunde. Und sehr windig bis stürmisch geht es dann auch am Samstag weiter, vor allem in Küstennähe und vor allem in den Mittelgebirgslagen und dann auch im Südosten immer wieder mit Böen von 70 bis 90 Kilometer pro Stunde in den höheren Lagen und direkt an der See auch teilweise darüber. Und dazu gibt es viele Wolken, immer wieder mal Regen, nur kurze Regenpausen, nur wenige sonnige Momente. Und dabei ist die Luft nicht mehr so mild wie noch am Freitag. Wir haben Höchsttemperaturen zwischen 3 und 10 Grad. Und in den höheren Lagen, da geht der Regen vorübergehend mal in Schnee über, aber die Schneefallgrenze steigt dann später wieder an. Mit einem neuen kleinen Tief, was da über Deutschland in der Nacht auf Sonntag hinweg rauscht. Und das wird vor allem in der Südhälfte Deutschlands nochmal für eine Windverschärfung sorgen. Es wird also eine wirklich stürmische Nacht auf den Sonntag, ruhiger dagegen im Nordosten. Und auch am Sonntag selber bleibt es in der Südhälfte sehr windig bis stürmisch. Gleiches gilt für die Nordseeküste. Dabei ist auch der Sonntag meistens bewölkt. Es gibt immer wieder mal Regen, mal mehr, mal weniger kräftig. Und das bei Höchsttemperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Im Nordwesten später einzelne Gewitter möglicherweise. Und dann sinkt auch die Schneefallgrenze von Norden her langsam ein bisschen ab. Am Montag wird die Luft allgemein kälter. Nur noch zwischen 2 und maximal 9 Grad. Mit Regen und in höheren Lagen Schneeschauern und zwischendrin ein bisschen Sonne. Der Wind wird sich allmählich abschwächen. Und wir haben eine ganze Menge Regen, die bis zum Dienstag zusammenkommt. Am wenigsten noch im Nordosten, aber vor allem in den Staulagen der Berge. Da können dann teilweise 60, 70, 80 Liter auf den Quadratmeter zusammenkommen.